Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Heute geht es darum, wie ihr den Anfang mit dem Devil Stick verbessern könnt. Was müsst ihr dazu können? Ihr müsst natürlich einmal mit dem Devil Stick spielen können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch links und rechts oben verlinken. Das sind zwei Teile. Und wenn ihr das könnt, dann geht es hier weiter. Also man geht in die Ausgangsposition und fängt einfach mal an, mit dem Devil Stick zu spielen. Und jetzt merkt man schon, es kann natürlich sein, dass sich der irgendwie dreht oder zu schnell wird oder sonst irgendwie nach vorne oder nach hinten geht. Und dafür gibt es jetzt die Ausgleichmethode, die ich euch heute zeigen werde. Ich mache sie euch ganz kurz vor, wenn man sie kann. Wie ihr schon gesehen habt, man benutzt jetzt beide Stecken bei jedem Mal tippen, damit man praktisch unten und oben und auf der anderen Seite auch unten und oben den Devil Stick wieder in die richtige Richtung bringen kann. Die Bewegung ist folgendermaßen. Das ist wie beim Anfang, also erst einmal so hin und her. Und dann immer der Stecken, der nicht eingesetzt wird, wird zum Ausgleichen unten benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt beim rechten Stecken bin, benutze ich den linken. Wenn ich beim linken bin, benutze ich den rechten. Also immer der nicht benutzt wird, wird unten hier noch zur Hilfe benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt rechts bin, benutze ich eigentlich den rechten zum Rüberbeschleunigen und unten gleiche ich dann noch mit dem anderen Stecken aus. Wenn ich jetzt links bin, benutze ich den linken Stab zum Rüberbeschleunigen und gleich mit dem rechten Stab unten aus. Ich zeige es euch nochmal. Ich werde euch das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe einblenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen eine positive Bewertung geben könntet. Und wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für neue Videos und neue Tricks habt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.